غرباء غرباء غرباء. Die großen Sünden. Und da werden wir inshallah über zwei große Sünden reden. Die erste Sünde ist eine ganz, ganz, ist ein ganz, ganz kurzer Abschnitt, ein ganz kurzes, ein Hadith eigentlich nur. Und zwar ist das die große Sünde Al-Kabiratu As-Sabi'atu Al-Arba'un. Die 47. große Sünde in diesem Buch. Und zwar ist das At-Ta'nu Fil-Ansab. At-Ta'nu Fil-Ansab. قد صح أن ذلك كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان هما بالناس كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم und إن شاء الله werde ich über diesen Hadith werden wir inshallah ein anderes Mal sprechen, aber das war jetzt in der Reihenfolge, der jetzt drankommt. Wir reden inshallah nur über die 48. Sünderin, also nur über eine Sünde inshallah reden, und ich denke, das reicht für heute. Denn wir haben inshallah auch morgen und übermorgen Vorträge. Morgen sehr wahrscheinlich über die 100 Glorreichen oder die 100 Glorreichen und Prophetengeschichten. Und übermorgen inshallah die Unterrichte für Kinder und Jugendliche. Und deswegen, inshallah, reden wir heute einfach nur über eine Sünde, und zwar ist das über Al-Baghi. Al-Kabiratu Al-Thaminatu Wal-Arba'un, die 48. große Sünde in diesem Buch, ist Al-Baghi. Al-Baghi ist eine Art von Ungerechtigkeit. Ja? Kann man Dhulm dazu sagen? Ist ähnlich wie Dhulm. Ja? Ist ähnlich wie Dhulm, ist auch Ungerechtigkeit. Qala Allah Ta'ala, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ja, Allah subhanahu sagt diesen Vers, wahrlich, ja, es sind diejenigen, die Unrecht tun und ungefähr يظلمون الناس, die den Menschen Unrecht tun, ويبغون في الأرض بغير الحق. Ja, und sie machen Unrecht auf der Erde und Unheil, ohne das Recht dazu zu haben. Wahrlich diese Menschen haben, für diese Menschen gibt es schmerzliche Strafe. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفجر أحد على أحد. Rawahu Muslim. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt in diesem Hadith, Allah hat mir eingegeben, an tawada'u, dass ihr bescheiden seid. Gegenseitig bescheiden seid. Ja? Hatta la yabghi ahadan la yabghi ahadun ala ahadin. Sodass seid bescheiden, gegenseitig bescheiden sein, sodass keiner gegenüber dem anderen hochmütig ist. Ja? La yabghi ahadun ala ahadin. Dass keiner dem anderen gegenüber ungerecht ist, hochmütig, hochnäsig ist. ولا يفجر أحد على أحد. Und dass keiner dem anderen auch ähnlich wie Unrecht tut. Ja? Und der Hadith ist authentisch überliefert bei Sahih Muslim. وفي بعض الآثار لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. Und es wird in manchen Überlieferungen steht, dass wenn ein Berg gegenüber einem anderen Berg sich hochmütig wäre, so würde Allah also diesen Berg, der hochmütig ist, zu Staub und Asche machen. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من
وقال ابن عوف عن عمر ابن سعيد عن حميد عن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال مالك الراهوي مالك الراهوي الراهوي نشرهوي يا رسول الله قد أعطيت من من الجمال ما ترى وما أحب أن أحدا يفوقني بشراكي أفداك أفذاك من البغي قال ليس ذلك من البغي ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق وغمط الناس إسناده قوي. In diesem Hadith, liebe Geschwister, sagte der Prophet Muhammad s.a.w., wurde überliefert, dass ein Sahabi sagte, O Gesandter Allahs, ich habe viel Schönheit bekommen. Ja, Allah hat mich sehr schön erschaffen. Ja? Und ehrlich gesagt, Ya Rasulullah, قَدْ أُعْطِيتُ مِنَ الْجَمَالِ مَا تَرَى. Ich habe von Schönheit bekommen, so was du sehen kannst. Ja, ich wurde sehr, sehr schön erschaffen. وَمَا أُحِبُّ أَنَّ أَحَدًا يَفُوقَنِي بِشِرَاكٍ. Und ich würde es nicht gerne wollen, dass jemand noch mehr das hat als ich. Gehört das etwa zur Ungerechtigkeit? Gehört das zu Al-Baghi? Der Prophet Muhammad sagte, nein. Nein, aber Al-Baghi, Ungerechtigkeit bedeutet, ذَلِكَ ولكن البغي بطر الحق dass du die Wahrheit nicht akzeptierst. Ja, dass du die Wahrheit ablehnst. Jemand sagt dir etwas und du lehnst das ab, weil es gerade gegen dich ist. Ja, weil es nicht gerade nicht für dich spricht. Oder weil es nicht deine Sache ist, die du gerade unterstützt oder für die du gerade stehst. Oder weil es dein Land ist oder sonst irgendwas. Dein Stamm, deine Landsleute. Aber das ist nicht die Wahrheit. Aber trotzdem beharrst du darauf. Warum? Weil das deine Landsleute sind. Weil du denen nicht in den Rücken fallen willst. Ja, deiner Nationalität oder sonst irgendwas. Nein. Der Prophet Muhammad sagte, sallallahu alaihi wasallam sagte was? Er sagte, وَلَكِنَّ الْبَغِي بَطَرُ الْحَقِّ. Dass du nicht die Wahrheit akzeptierst und Wahrheit annimmst. Du musst die Wahrheit akzeptieren, selbst wenn die gegen dich selber ist. وَغَمْتُ النَّاسِ. Und die anderen Menschen niedrig zu machen. Das ist الْبَغِي. Das ist Ungerechtigkeit. Das mit einem starken Isnad überliefert. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Udhibat imra'atun fi hirratin." Eine Frau wurde bestraft, warum? Wegen einer Katze. Allah Azza wa Jalla hat eine Frau bestraft, wegen was? Wegen einer Katze. Sajanatha hatta matat. Sie hat sie festgehalten, bis sie gestorben ist. Ja, sie hat die festgehalten, sie hat ihnen nicht Freiheit gegeben, sie hat sie zu Hause oder irgendwo festgehalten, bis diese verstorben ist. Fadakhalat fiha an-nar. Wisst ihr, was dann passiert ist? Bis sie wegen dieser Katze ins Höllenfeuer geworfen wurde. Kann man sich das vorstellen? Dass jemand in die Hölle geht, wegen einer Katze? Ja, wallahi. Wallahi, Menschen gehen in die Hölle wegen einer Katze. Und der Prophet Muhammad sagt in einem anderen Hadith, wegen einer Fliege. Wegen einer Fliege. Manche gehen ins Paradies wegen einer Fliege und manche gehen in die Hölle wegen einer Fliege. Und dieser Hadith jetzt hier, und das können wir nochmal erklären, es gibt einen anderen Hadith, das geht um Tawhid und Schirk, ja, wo es um eine Fliege geht. Aber hier in diesem Hadith um eine Katze. Diese Frau habaset hirra. Sie hat eine Katze festgehalten. La hiya atlaqatha. La hiya at'amatha wa saqatha. Wieder hat sie sie gefüttert und ihr zu trinken gegeben. Noch wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard. Wieder hat sie sie gefüttert und Trank gegeben. Noch hat sie ihr Freiheit gegeben, dass sie sich draußen ernähren kann. Sie hat die quasi festgehalten und sie verhungern lassen. Und für diese Ungerechtigkeit gegen eine Katze
Allah Azza wa Jal hat diese Frau in die Hölle geworfen. Deswegen, liebe Geschwister, und ich denke, und es sind noch viele Hadithe, schaut, ja, diese ganze Hadithe hier noch. Ich habe jetzt den ersten Hadith und dieser Hadith, wallahi, reicht. Es reicht, dass man versteht, was Ungerechtigkeit bedeutet. Nicht einem Menschen gegenüber, nicht einem Muslim gegenüber. Ja, nicht einem Muslim gegenüber, das ist nur eine Katze, ein kleines Tier. Diesem Tier wird Unrecht getan. Allah subhanahu wa ta'ala kann diejenigen, die diese Katze, die dieses kleine Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala Unrecht getan haben, Allah kann diese Menschen in die Hölle werfen. Ohne Probleme. Ohne Probleme und zu Recht. Subhanallah. Geschweige denn, dass diese Ungerechtigkeit, geschweige denn, dass sie einem Menschen gegenüber passiert. Noch schlimmer. Aber es reicht schon als Ungerechtigkeit. Subhanallah. Und deswegen, wenn du zum Beispiel siehst, was wir leider oft sehen, und leider, besonders in, sagen wir mal, unseren Ländern, ja, in Afrika, in Asien und so, du siehst manchmal, wie diese, ja, diese ungerechten, diese asozialen Menschen, diese herzlosen Menschen, diese Menschen mit sehr, sehr wenig Iman an Allah subhanahu wa ta'ala und sehr, sehr weit weg von den Akhlaq al-Islam und Muslimin, dass sie was machen? Dass sie Katzen und Hunde mit dass sie Steine auf sie werfen, dass sie die gegen die Wand klatschen, dass sie die ja, ihnen Unrecht tun. Warum? Weil die Spaß daran haben, weil die lachen wollen oder andere zum Lachen bringen wollen. Was ist dann die Tat, die wir Muslime machen müssen? Wenn du siehst, dein Bruder, nicht, dass er anderen Menschen Unrecht tut, egal Muslime oder keine Muslime. Nein, nur ein Tier, wenn du siehst, dass dein Freund, dein Bruder, deine Schwester einem Tier Unrecht tun will, egal was für ein Tier. Ein Hund, sagen wir mal sogar ein Schwein. Ja, wir dürfen das Fleisch vom Schwein nicht essen. Aber sogar einem Schwein Unrecht zu tun oder zu misshandeln oder sowas zu tun, wie diese Frau mit der Katze gemacht hat, ist ein Grund dafür, dass Allah dich bestrafen kann mit dem Höllenfeuer. Das heißt, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt nicht die Ungerechtigkeit. Und Allah liebt nicht Unheil auf der Erde zu treiben. Auch wenn es den Tieren gegenüber ist. Auch wenn es der Natur gegenüber ist. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallam zu den Sahaba, zu seinen Schülern, ja, sogar wenn sie im Krieg waren, im Kriegszustand waren, gab er ihnen die Befehle, ja, dass sie kein Unrecht tun, nicht mal Tieren Unrecht tun, dass sie keine Pflanzen einfach so zerstören ohne Grund. Verboten hat er es ihnen. Ihnen und uns allen Muslimen auf der Erde. Warum? Weil das alles zum Unheil gehört. Geschweige, dass das noch Menschen sind, dass das deine Geschwister sind im Islam. Geschweige denn, dass diese Ungerechtigkeit Kindern gegenüber passiert. Geschweige denn, dass diese Ungerechtigkeit älteren Menschen passiert, deinen Eltern passiert. Noch schlimmer. Noch viel, viel, ja, riskanter in die Hölle zu kommen oder bestraft zu werden, wenn man dem einfach nur so zuschaut. Und deswegen, wenn du siehst, dass jemand Unrecht tut, egal wem er Unrecht tut, selbst wenn es so nur Tiere sind, halte ihn davon ab, Unrecht zu tun. Halte ihn ab. Deine Freunde wollen gerade sich lächerlich machen oder irgendeinen, ja, alten Mann in der Stadt beleidigen, auslachen, schlagen. Ja, ist ja, stimmt oder nicht. Passiert das nicht oft? Jugendliche, ihr seid alle Jugendliche jetzt hier. Ja, also jetzt hier im Raum meine ich nicht die Leute, die mit uns live sind. Ja, passiert. Einer will cool spielen, will zum Lachen bringen. Was geht der? Der geht einen alten Menschen oder einen Penner auf der Straße schlagen, auslachen, spucken, Wasser nass machen oder sonst irgendetwas. Will cool spielen, will die anderen zum Lachen bringen. Passt auf. Passt auf. Denn der Islam hat uns beigebracht, du kannst in die Hölle gehen, wenn du einer Katze Unrecht tust. Und du kannst ins Paradies gehen, so wie die Prostituierte von Benu Israel, die Mitleid hatte mit einem Hund, der am Verdursten war, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns authentisch mitteilte, eine Prostituierte, eine Frau, die große Sünden machte, aber sie hatte Mitleid mit einem Hund, der am Verdursten war, so ist sie eigenhändig selber runtergegangen in einen Brunnen
und hat ihm Wasser geholt und hat ihm zu trinken gegeben. Allah hat ihr vergeben, oder im anderen Hadith, Allah hat sie hat ihr das Paradies gegeben. Für eine Tat einem Hund gegenüber. Ja? Das heißt, wir müssen diese Sache von Ungerechtigkeit richtig platzieren in unserem Verstand, in unserer Religionsverständnis, auch Verständnis von Religion und Verständnis von Moral. Ja? Wie du tickst, wie dein Charakter ist. Ungerechtigkeit, das gehört nicht zu einer Eigenschaft, die ein Muslim hat. Egal wem gegenüber. Auch Kuffar nicht, Christen, Juden, egal was. Ja? Sie haben einen anderen Glauben, trotzdem darfst du ihnen nicht unrecht sein, unrecht tun. Egal Tiere, die du isst, die du nicht essen darfst, egal was. Ja? Ungerechtigkeit geht gar nicht. Und wenn du siehst, dass jemand Unrecht passiert, mach alles, was du kannst, dass du ihn davon abhältst. Auch wenn es dein Bruder ist, dein Vater, dein egal wer, halt ihn davon ab, Unrecht zu tun. Das ist nämlich die Pflicht, die wir haben als Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa shakarallahu lakum, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'awat, Allahumma raddana wal muslimina ila dinika raddan jamila, Allahumma ansur ibadika al mustada'afina fi kulli makan, Allahumma ansur ibadika al mustada'afina fi kulli makan, اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب العالمين اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا من عندك اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم اطعمهم واسقهم واكسهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم اربط على قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم كن لهم يا رب العالمين ولا تكن عليهم اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين فك اسرانا واسرى المسلمين في كل مكان اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم انزلك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة اللهم نسألك حبك ورضاك والجنة نسألك حبك ورضاك والجنة نسألك حبك ورضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم اعتقنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا نحن الجبال غرباً